Jetzt renne ich, glaube ich, gegen irgendwas gegen. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass ich mich nicht weiter vorwärts bewege. Siri. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Sie sind hinter dir her. Was auch passiert, du darfst dich nicht in Gefahr begeben. Soll ich nur da sitzen und warten, während andere ihr Leben für mich riskieren? Hör nur dieses eine Mal auf mich. Tu auf keinen Fall etwas Unbedachtes. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Ja, letztendlich, also ich will schon hoffen, dass wir hier am Ende auf sowas wie ein Happy End zusteuern. Aber bei dieser Art von Spiel hängt das ja meistens auch so. Jemand hat ein Schwert gezogen. Ich habe es gehört. Ich sehe nur niemanden. Vielleicht habt ihr eben gerade jemanden gesehen und habt euch gedacht, Gott, wie doof ist der denn, dass der den nicht sieht. Aber denkt bitte dran, dass ich in der Nachproduktion dieses Video noch aufhelle. Und dass ihr mehr seht als ich. Ja, so Happy End oder kein Happy End, das wird wahrscheinlich auch sehr von unseren Entscheidungen während des Spiels abhängen. Die wird doch wieder dumm Sinn machen. Die machen immer dumm Sinn in solchen Situationen. Es geht los. Eredin kommt. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Na dann, toi, toi, toi. Leute, ich bin nervös. Ich hoffe, man kann bei dieser Schlacht nicht zu viel falsch machen. Durch irgendwelche Entscheidungen oder sowas. Ich meine, wenn ich im Gameplay versage, weil ich den Kampf nicht schaffe oder so, das ist eine Sache. Dann mache ich es nochmal. Aber wenn ich irgendwelche falschen Entscheidungen treffe und dadurch irgendwelche von unseren Gefährten draufgehen, das ist dann belastend. Bleib im Burgfried.
Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich habe kein Dimeritium mehr. Ich aber noch. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Das sah doch ganz gut aus. Ganz kurz nur. Ich muss gucken. Die Meritiumbomben sind ausgerüstet. Okay. Wenn du mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Die sind sogar ausgewählt. Okay, wunderbar. So. Ich will looten. Da war nicht die Rede davon, dass wir uns langsam bewegen sollen, damit wir unsichtbar bleiben. Wenn die Sonne so untergeht, ist vielleicht eine Katze doch gar nicht so dumm. Vor allem, weil wir dadurch ja auch so ein bisschen zusätzliche Vergiftung kriegen. Und das ist ja wieder wunderbar für den Vollmond, ne? War schon mal ganz kurz aus. So, und dann... auch schon mal wieder zurück. So, Fallgruben, die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Borsch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Ja, und trotzdem stand ich eben schon oben drauf, ne? Das ist ja so typisch ich. Erstmal da, direkt nicht, da reinfalle. Dass ich diesem Unsichtbarkeitsscheiß nicht trauen würde. Aber wir sollten von diesen Kreaturen Abstand halten. Verdammt! Warum hat er denn dein Schwert nicht gezogen? Ne, erstmal hier die Runde weg. Aua, aua! Geralt, warum schlägst du denn nicht zu? Was hält dich gerade davon ab, hier zuzuschlagen? Also außer einer Framerate von 4. Komm nur. Ja, jetzt wird hier erstmal gelootet. Diesen ganzen Scheiß, das nehme ich nämlich alles mit. Lambert, was sollte der Scheiß eben gerade? Schieb mich hier nicht durch die Gegend. Ich glaube, du spinnst. So, jetzt. Ich hasse Portale. Okay, da hinten ist noch eins. Sorgen machen muss. Ach, doch hier in der Nähe. Also ich... Gerard lässt sich so dermaßen viel Zeit mit dem Zuschlagen hier heute. Ich weiß nicht, was der schwachsinn soll. Ha,
So, natürlich den ganzen Scheiß hier einsammeln. Ich weiß ja nicht, ob uns das vielleicht später noch was bringt. Problem gelöst. Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Was ist mit Marigold? Scheiße. Da muss irgendwas schiefgegangen sein. Natürlich hört sie nicht auf Geralt, ne? Du solltest drinnen warten! Ich kann mich nicht ewig verstecken. Ich muss mich ihnen stellen. Geh wieder rein! Sofort! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Double Chase! Ich mag ihn. Ciri, pass auf! So, drücke das Mausrad, um einen Feuerball herbeizurufen. Er wird deine aktuelle Position treffen. Ja! Ja! Verdammt nochmal, nicht mitten im Kampf! Hey, doof oder was? Halt durch, Triss! Oh, hier ist ein Portal offen. Nein! Geralt hat das Signal gegeben! So, los jetzt! Verdammt! Schöne Musikunterlegung wieder. Untermalung. Geralt! Zurück! Aber Imlerit steht noch. Das ist wahrscheinlich der nächste Bosskampf, oder? Aha, ich muss selber reiten. Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht. Schneller, bitte. Nicht anhalten. Marigold gibt uns Deckung. Ja, Marigold ist gerade dabei.
mir Feuerbälle auf den Kopf zu schmeißen. Ob ihn das erwischt hat? Muss hier hoch, er muss hier hoch. So, und dann lauf. Weil es ja schon wieder sehr cineastisch, wie ich einfach erstmal vom Pferd falle. Das ist so, als wäre ich selber in dieser Situation, ja? Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Riegelt den Burghof ab! Macht das Tor zu! Was sehe ich denn da unten gerade? Wieso ist die Schwalbe da nicht? Das ist nur der absolut Raffatz des Weißen da unten. Das Tor, verdammt! Mach es zu! Verdammte Scheiße nochmal, hetz mich nicht! Ich bin ja schon dabei. Das Problem ist, dass ich nicht sehe, was ich tue! Ach, Geralt! Oh Mann, ey! Ach, während des Kampfes darf ich keine... Das ist jetzt ein Riesenproblem. Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel, ich sehe es nicht. Ist da was, wo ich raufklettern kann? Was wollen die von mir? Das Tor, verdammt, mach es zu! Oh, Geralt, jetzt... Hier muss ich rum, oder? Ich hasse diesen automatischen Kampfmodus. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Es ist einfach zu dunkel. Mach endlich das verdammte Tor zu. Aber vorher wird unsere Waffe noch mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Die ist nämlich nur noch auf 50%. Das Silberschwert ist doch die Waffe der Wahl, oder? Ich glaube schon. Ich glaube ja. So, ihr seht von diesem Spektakel hier garantiert wesentlich mehr als ich. Es ist wirklich, es ist scheiße dunkel. Das war umwerfend. Ohne mich hätte ich es niemals geschafft. Gib's endlich zu. Verdammt! Verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Jennifer's Kraft lässt nach! Naja, ich komme. Immer mit der Ruhe. Das wir ist schon wieder müssen uns zurückziehen. Jennifer's Kraft lässt nach. Ja. Bin ja schon da. Hätt's nicht so. Achtung! Die Meritium-Bomben sind die einzige Möglichkeit, Portale zu schließen. Auch mit dem Irrenzeichen funktioniert es, was den vorhergenommenen Satz so ein bisschen ad absurdum führt, da es ja dann offensichtlich nicht die einzige Möglichkeit ist, diese Portale zu schließen.
Begib dich in die Nähe eines Portales und wirke Irden, um es zu schließen. Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Da war doch noch einer. Ach, der brennt schon. Okay. Stimmt mal weiter. Weil hier sind ja auch welche. Keine Sekunde zu früh. Geh zurück auf deine Position. Viele Grüße von Soltan, ihr Bastarde! Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Das war eben sehr knapp. Es ist auch... Ich treffe die Viecher einfach nicht, ne? Zum Haupthof überprüfen. Ich gehe überprüfen. Wo ist Eske? Verdammt. Er sollte doch das Tor öffnen. Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar. Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern. Ja, dann hier mal rum. Bei Triss ist ja Ciri, ne? Dementsprechend müsste das ja... das Hauptziel unserer Angreifer sein. Nein. Du hast mit dem Ding doch eben nicht in meine Richtung gewedelt, oder? Ich glaube, du spinnst. Alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Okay, der sieht aus wie einer, der was zu sagen hätte. Oh, stehen die da auf einer Hexerfalle? Ich kann das auch. Das klang nicht gut gerade. Okay, dann reißen wir ihn mal den Arsch auf. Wir sind gut, wir können das. Wir sind toll. Auf geht's. Prinzipiell kann ich mit Ciris auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen, so wie ausgemacht. Mhm. Wer hätte dann deinen gerettet? Prinzipiell kann ich mit Ciris teleportieren, glaube ich, schon bald mehr anfangen als mit Geralds Rollen und
Danke. Wir müssen ihn Ausweichschritten. Ich brenne. Was ist denn das passiert? Das ist ja ungünstig. Es wird kurz und schmerzhaft. Sieht gut aus. Yeah. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Das habe ich übrigens nur gesehen, weil es leuchtet. Oh, ich muss unbedingt was machen. Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug. Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geralt, halt sie auf! Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Dann forme du mal deinen Vitalitätskreis. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Irgendwer hat mir da irgendwas an den Kopf geschmissen. Nee, hier lang. Die Mauer hat sie aufgehalten. Ich find's schön, dass ich hier jedes Mal... Mit dem Irrenzeichen funktioniert der super. Halte die Stellung! Ich würde das ja gerne alles looten und verkaufen, aber... Oh, muss das so dunkel sein? Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Schon unterwegs. Ja, Moment, ich muss hier nur noch ein paar Dings töten. Den musstest du mir noch reinwürgen, ne? Ja, klar musstest du mir den reinwürgen. Oh, wenn es nicht alles so scheiße dunkel wäre. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Aua. Wer hat da wieder mit Feuerbällen geworfen?
Los! Lauf! Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir!